Jeder Pilot hat dieses eine Flugzeug, das er wirklich liebt. Für Peter Pitschak ist es die F-104. Dieses Flugzeug war der Traum jedes Flugzeugführers damals, also in den 60er, 70er Jahren, weil es einfach besonders schön aussah und flog auch besonders gut, weil es war fordernd. Es kam auch nicht jeder auf die F-104, da musste man besonders qualifiziert sein. Und die Geschwindigkeit war schon ein Rausch. Im Tiefflug irgendwo mit fast Schallgeschwindigkeit auf ein Ziel zu fliegen, das hat schon was. Der Weg dorthin war kein leichter für den Oberstleutnant AD. Als er 1959 zur Bundeswehr ging, passte das so gar nicht zum damaligen Zeitgeist. Die Lehrer sagten, jeder wird was Anständiges, nur der Pitschak wird Soldat. Also das war von meiner Schule, meine Verabschiedung beim Abitur. Die Eltern waren auch nicht begeistert, aber ich wollte das einfach werden. Ich war Berliner und war überzeugt davon, dass wir unsere Freiheit irgendwie verteidigen müssen. Und dazu muss es ja Freiwillige geben, die das tun. Pitschaks Elan und Leistungsbereitschaft gaben den Ausschlag. Obwohl von über 100 Bewerbern nur 4 weiterkamen, gehörte er dazu. Dieses Flugzeug, das war mein erstes Flugzeug, das benutzte die Luftwaffe seinerzeit, um Fluganwärter auszuwählen für die fliegerische Ausbildung. Man flog dieses Flugzeug für etwa 20 Missionen und die Luftwaffe stellte dann fest, ob der Flugzeugführer Anwärter in der Lage war, in einem bestimmten Zeitabschnitt eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen. Peter Pitschak war und fand sich kurz darauf wieder in Laredo, Texas. 1961 machte er seine ersten Jet-Schulungsflüge auf der T-37. Ein wunderbares Gefühl, denn als 21-Jähriger ohne Führerschein, damals ohne Auto, im Jet zu fliegen, war natürlich was Besonderes. Die Ausbildung auf den Schuljets dauerte ein Jahr. Anschließend ging es in Phoenix, Arizona weiter mit Kampfjets und der Einweisung in Lufttaktik. Wir sind gerne geflogen, wir sind viel geflogen. Wir hatten schon auch ganz andere Dienstzeiten damals als heutzutage. Wir sind einfach los und für uns gab es nur Fliegen. Für den jungen Luftwaffenoffizier war ein Traum wahr geworden. Zurück in Deutschland, in Lechfeld, beim Jagdbombergeschwader 32, flog Pitschak dann ab 1962 die F-84F. Weil es diesen Flugzeugtyp nur als Einsitzer gab, gingen die Ausbilder ungewöhnliche Wege. Der Fluglehrer beim ersten Alleinflug, der hatte sich draußen angeschnallt mit einem Gurt. Der stand hier auf der Tragfläche. Da war die Kabine oben offen und da war er eingehakt. Und man musste dann auf dem Boden lang rollen. Und irgendwann sagte er, ja, okay, klappt. Und dann wurde man in das Flugzeug selber reingesetzt, machte die Kabine zu, gab Gas und flog los. Und das war nicht die einzige Besonderheit an der F-84F. Dieses Flugzeug wurde nämlich über 1000 Stundenkilometer schnell. Wenn Sie auf 12 Kilometer steigen, das Flugzeug auf den Kopf stellen und mit Vollgas Richtung Erde mit etwa 60, 70 Grad Neigungswinkel nach unten sausen, dann flog das Ding auch Überschall. Das war ganz toll, ein tolles Gefühl, ja. Mit dem Starfighter, Pitschaks geliebter F-104, ging sogar Mach 2. Und dafür gab es ein ganz besonderes Abzeichen. Das ist ein Abzeichen, auf das die F-104-Piloten besonders stolz sind. Das ist eine sogenannte Mach 2-Nadel. Das heißt, das Flugzeug, was wir flogen, konnte Mach 2 erreichen. Angst hat der als Witwenmacher verschriene Starfighter Peter Pitschak nie eingeflößt. Wenn man die Flugstundenzahl, die man mit diesem Flugzeug geflogen hat, vergleicht mit anderen Luftstreitkräften und dann die tödlichen Unfälle gegeneinander aufrechnet, hatte die keine schlechtere Unfallrate wie vergleichbare Flugzeuge. Wir strotzten ja alle vor Selbstbewusstsein. Uns konnte nichts passieren. Wir waren die Größten. Und waren gut ausgebildet und hatten so viel Erfahrung, dass man sagen konnte, also im Grunde genommen kann mich nur noch ein anderer aus dem Himmel holen. Das galt auch während der bis zu 5 jährlichen Großmanöver der damaligen Zeit mit jeweils bis zu 1000 beteiligten Flugzeugen.
Mit 51 Jahren schließlich übergab Pitschak das Cockpit an Jüngere, ganz ohne Wehmut. Ich habe zum Beispiel 4000 Stunden in 37 Jahren zusammengeflogen. Das werden Sie heute nicht mehr erreichen können, weil es einfach zu teuer ist. Es war eine große Zeit für die Fliegerei. Für den Oberstleutnant AD folgte danach noch die große Politik. Als Diplomat ging er in die Türkei, nach Österreich und in den Iran. Peter Pitschak hat seine Berufswahl nie bereut. Es ist ein Beruf, der einem vielfältige Möglichkeiten eröffnet und abverlangt. Wissen Sie, ich war verantwortlich, in einem Einsatzverband Einsatzführungsaufgaben zu übernehmen. Mir wurde die Ausbildung anvertraut von Flugzeugführern, die aus Amerika kamen und dann umgeschult wurden auf den Alphajet. Ich habe Offizierschüler an der Offizierschule in der Ausbildung betreuen dürfen. Und dann zum Schluss durfte ich noch die Luftwaffe im Ausland vertreten, indem ich Luftwaffenattaché in Ankara wurde und Verteidigungsattaché in Teheran, Iran. Und ich muss sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich das alles tun durfte.